Hey Leute, was geht? Ich bin froh, dass uns das Schicksal Giga Tobi ist wieder da. Zusammengeführt hat. Wir kommen jetzt nun zu Diablo 3 Part 14. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Okay. Und wir sind, gehen jetzt in die Höhlen von Anaya. Wir haben jetzt gerade hier noch den kurzen Weg gelaufen, also habt ihr nicht großartig viel verpasst, weil wir sind jetzt in den Klippen von Warham. Jo, so. Höhlen von Anaya. Die Luft hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Boah. Krasse Viecher hier. Boah. Eure Furcht verrät euch. Alter, die Dinger gingen ja voll ab, die hier rumschwingen. Krass. Na. Haha, zu geil, ey. Nur ein kleines Scharmützel. Gebt mir einen echten Kampf. Heiltrank wieder. Wir können sogar hier so kleine Spinnen treten. Okay. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Einst war ich einer von ihnen. Ja, einst zur Zeit. Warte mal. Wir lassen erstmal das eine ablaufen und dann das andere. So. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Okay. Wirres Geschreibsel eines Einsiedlers. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich, unberührt, bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss die töten, die meine Herrin bedroht, und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Der Eremit. Auch irgend so ein Irrer. Oh ja, ein bisschen Spinn zertreten. Oh, Spinn zertreten. Spinn zertreten. Komm her, du. Zertreten. Ja. Yeah. Schön Spinn zertreten hier. Hier ist nix. Da kommt wieder Herrscher von Spinnen. Komm her hier. So episch, die Dinger. Die bewegen sich wie so Ufos. Halt. Geil. Obergeil. Obergeil. Nicht an. Rührt die Eier nicht an. Macht doch gar nichts. So. Oh, cool. Kann ich. Ah, heißt also, dass da Spinnen kommen, deswegen. Und egal, ich fürchte euch nicht. Spinnen. Oh, Truhe mit wertvollen Schätzen drin. Oh. Schauen wir uns mal an. Ich hatte einmal einen Albtraum, der genauso war. Echt? Vor Spinnen oder was? Kann doch nicht wahr sein, doch. Ausgerechnet Spinnen. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Zack, die hätten wir auch erledigt. Weiter geht's. Oh, noch mehr Gesellschaft. Habt ihr in der Zeit so viel Langeweile gehabt, dass ihr immer Gesellschaft braucht? Ich mach so geile Geräusche und so. Boah, jetzt ist eine größere Spinne. Aber nichts, was meine Dämonenjägerin nicht fertig kriegen kann.
Ah, schauen wir das mal an. Ist auch nicht wirklich gut. Also man findet jetzt momentan jetzt keine guten Gegenstände irgendwie. Ah, schauen wir uns mal die Truhe an. Ist auch wirklich nicht jetzt dolle. Na 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 na. Was jetzt ist sogar noch cool hier. Noch mehr eine Spinne. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Steinmesser. Oh, noch mehr Spinnen. Yay, kommt her. Alright. So, hatten wir auch. Was ist das? Das sieht auch cool aus. Aber leider ist der nicht so gut wie mein Umhang. Aber ich will mal gucken, wie das aussieht. Oh. Wow. Aber den Umhang. Lal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 
Alter, das ging wie bei Diablo 2. Man hat immer zu viele Sachen und dann verkauft man die ja sowieso, weil das ist echt zu viel dann. So, jetzt wieder zurück. Man sammelt ja auch ordentlich an Sachen an. Ging das hier irgendwie weiter? Ja. Müsste sein, müsste sein. Weg mit euch. Ekligen Spinnen hier. Yay. Yeah. Ach ja, ich. Wenn man. Mir fällt auch ein gutes Thema ein. Wie habt ihr eigentlich. Oh. Zerrissener Brief. Ich sage euch gleich mal weiter. Kanzler Imon. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden. Vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden. Sie könnten uns von gutem Nutzen sein. Mhm. Das hat also der König vorgehabt. Königliche Wachen. Es schmerzt mich, zugeben zu müssen, dass unser König nicht mehr in der Lage ist, Vernunft und Wahnsinn zu unterscheiden. Er befiehlt, die Katakomben mit den monströsen Schöpfungen des Erzbischofs zu füllen und lässt keine Einwände zu. Vielleicht haben die legendären Uralten selbst dort einst gehaust. Doch nun müssen wir ihre Ruinen entweihen. Okay, so hat sich das also abgelaufen. Ah. Nimm das, ihr ekligen Viecher hier. So, sehr schön. Sehr schön. La 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 la. Oh. Yeah. Disc Power. Noch mehr Spinnen, noch mehr Spinnen, so macht das doch Spaß, lalala. Und ich wollte ja noch weiterreden. Über Diablo 2, genau. Diablo 2 war irgendwie früher richtig geil, also ich habe das richtig lange gesuchtet. Ich habe auch schon mit allen Charakteren auch schon mal durchgespielt, ohne Witz. Seht ihr den Feind da drüben? Hat richtig gebockt. Wow. Boah, der kann ja richtig viel Damage bekommen. Boah. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Das kannst du laut sagen. Der freut sich erstmal ein. Yeah, Diablo 2 habe ich sowas von durchgesuchtet, also mit allen Charakteren. Also Diablo hatte schon echt richtig Spaß gemacht. Auch hier mit Online-Darts zusammen zu spielen. Okay, da gab es jetzt dieses nicht offizielle, da konnten ja alle anderen Leute ja so hosten und so. Aber die haben da eher so gecheatet und das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ist eigentlich sehr interessant, was man dann später für so Kräfte hat, aber wenn man cheatet, dann macht das eigentlich keinen Spaß mehr. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie Cheats mögt oder so, aber seitdem, ja, früher, da hat es noch Spaß gemacht, aber seitdem bin ich nicht mehr so wie der Fan von Cheats und so. Also Cheats finde ich ganz lustig, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ne, ist voll beschissen und so, aber es macht schon Spaß, aber Cheats sind nicht wirklich alles. Wie geht ihr in eurer Heimat mit Verbrechern um? Sie erhalten Wasser und Brot für 3 Tage und werden verbannt. Wie seltsam. Im Orden werden sie einfach hingerichtet. Hier geht's also weiter. Ja, und bei Diablo 2 war es irgendwie so geil, weil da hat man sogar auch noch den alten Tristram auch da gesehen. Dann hat man da auch noch sich durchgekämpft. Bei Akt 1 bist du auch so eine Art Kathedrale. Darum kam das mir jetzt hier bei Diablo 3 auch ein bisschen bekannt vor. Da war auf jeden Fall auch so eine komische Königin oder so, die auf jeden Fall so, glaube ich, 6 Arme hatte oder so. Auf jeden Fall musste dann man da auch so eine Art Katastrale durchkämpfen. Das haben die irgendwas mit immer Katastralen, ne? Also bei den Teilen immer, war nie irgendwie ohne Katastrale. Auf jeden Fall, ja, musste man sie da durchkämpfen. Dann kam man irgendwann zu Akt 2. Boah, what the fuck? Weil Diablo war ja in einem anderen Körper.
Er muss hinten in einen anderen Körper weiterleben. Und... Ah, zack, zack, zack. Ja. Weil in ihnen ist ja noch die Seele von Diablo. Und dann ja, sind die irgendwann zu einer Wüstenstadt gereist. Wir sind auch natürlich dahin gereist, Akt 2. Und ja, mussten gegen Sandwürmer kämpfen. All anderen Sachen in der Wüste. Also da war es schon heftig. Da musste man auch... Wow, viele Spinnen hier, richtig viele. Krass. Puh, ging das gerade ab. Da waren man so welche Würmer und so und all möglichen Zeug. Da waren auch so Gräber, die musste man später auch noch irgendwie herausfinden, in welchem Grab. Hier auf jeden Fall in der Wüste. Da war auf jeden Fall, glaube ich, so ein Wurm-Endgegner oder sowas, ne? Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Auf jeden Fall war so ein richtiges, mächtiges Wesen da. Boah, was haben wir bekommen? Boah. Das habe ich noch nie gesehen. Töte einer der folgenden einzigartigen Gegnern. Oh, Crutch, die Verrohungslifte. Achso, wir können auch noch die jeweiligen einzigartigen Monster noch erledigen. Und dann kriegen wir auch noch dafür so Erfolge. Wir haben jetzt schon 140. 140 Erfolgspunkte, so kann man sagen. Ja, auf jeden Fall geht es irgendwann noch mit Akt 3 weiter. Nee, stimmt. Man ist irgend so ein Dings da gewesen. In so eine Dimensionswelt. Und man musste gegen irgend so einen Zauberer kämpfen oder irgendwie sowas, ne? Bei Akt 2 danach. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall so eine dimensionale Welt, die man irgendwann da angelangt. Da schweben so Plattformen Meine und so. Herren und halt so. Oh. Hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Liebe scheint hier ein relativer Begriff zu sein. Das war krank. Das war richtig krank. Das war krank, war das. Epischer Shit. Na, dem wollte ich ja noch weiter erzählen. Ja, also bei Diablo 2 fing man irgendwann noch weiter an zu Akt 3. Oh, Kammer von Königin Arena. Okay. Fing man Akt 2 an, in so einen Dschungel anzukommen und so. Und da musste man ja gegen solche, ja, wie sagt man, so Aztekenleute so kämpfen und so. Das war ja auch schon ganz schön schräg. Auf jeden Fall war das auch ganz schön krass. Und ja, ich werde euch gleich nochmal weiter erzählen. Wir werden erstmal hier noch weitermachen. Dopp, dopp. So. Gehen wir mal dahin. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Boah! Oh, da kam sie einfach! Machen wir hier überall diese Markierungen. Läuft auch gerade Endgegner-Musik so eine Art. Machen wir hier mal die ganzen Fallen. Boah. Ah, nimm das, Königin. Puh. Die Welt ist nun sicherer. Nimm das. Komm her, Königin. Ah, wir haben uns schnell geheilt. Kein Problem. Oh, ein großer Heiltank. Ja. Komm schon. Geh drauf. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Wenn ich noch eine Sekunde länger hier hängen bleibe, werde ich noch verrückt. Naja, chill. Gerüchten zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorix Anwesen frei. Er
hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Ach, der ist harmlos. Größtenteils. Ich werde ihn im Auge behalten. So. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Okay. Probieren wir es raus. Ah, Hochlandkreuzung. Quest geschafft. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Khazra gestohlen. Daraufhin sind die Khazra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Okay. Wissen wir nun Bescheid. Dieses Land gehörte einst der Krone. Ah, was ist das denn? Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Mhm. Okay. Nun kehren wir gleich zum... Oh. Wie so eine Weltmotte. So, ja. Kehren wir erstmal wieder zurück. Was haben wir da alles so geholt? Wow. Ich bin mal interessiert, wo man nochmal identifizieren kann. Ah. Das geht doch hier irgendwo, oder? Irgendjemand konnte das. Das kann ich. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Irgendwo musste das auch sein. Die hat nichts zu sagen, okay. Arme Lea. Sie hat so viel für uns getan. Sir. Sag nichts. Erzähl es. Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Wo kann man nochmal identifizieren? Das ging doch hier irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt nochmal war. Das gibt's doch nicht. Lalalala, ich weiß es nicht. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Im Gegensatz zu ein paar anderen Leuten. Ich will nur identifizieren, mehr nicht. Es ging doch hier irgendwo. Das ging doch hier irgendwo. Ja.
Identifizieren. Wiederverwerten. Das kann ich nicht benutzen. Was damit? X. Könnte ich benutzen. Okay. Auf jeden Fall ging das hier irgendwo mal. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Wie herzzerreißend. Ich habe das von Deckard Cain gehört. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihn wirklich gemocht. Habe mich stundenlang mit ihm über sein Leben und so unterhalten. Ich... entschuldigt mich. Ich habe wohl etwas im Auge. Onkel Deckard hat uns für immer verlassen. Ich erinnere mich an die wundervolle Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Jeden Tag ein neues, verrücktes Abenteuer. Was soll ich nur ohne ihn tun? Er glaubte, dass der Fremde ein Engel sei. Aber er ist doch nur ein Mann. Ich wusste, dass das alles nur Geschichten waren. Onkel Deckard hat für diese Geschichten sein Leben gelassen. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich mit einer Axt hier rumlaufe, mal ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, wo man nochmal... ohne die weise Führung von was ist denn? Der Priester hat immer so ein Buch bei sich, also der Templer. Ich weiß es jetzt nicht, wo man nochmal identifizieren kann. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Ja, hübsche Sachen für mich. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Habe ich die anderen Sachen jetzt schon verkauft? Nee. Ich werde jetzt nochmal die Sachen verkaufen und dann, ja. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Okay, gut. Ja. So, das war's jetzt mal von Part 14. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr Daumen hoch runter geben würdet. Außerdem wäre das auch eine Unterstützung, weil ihr mir so dem helfen könnt, ob das so besser ist oder ob das euch gefällt. Außerdem könnt ihr mir noch einen Kommentar hinterlassen, würde mich auch darüber freuen, weil ich dann ja mal sehen will, wie ihr davon haltet und wie ihr selber über das Spiel eure allgemeinen Kommentare. Aber bitte keine Hater, ja? Ihr versteht mich. Außerdem würdet ihr mich auch unterstützen, wenn ihr ein Favo machen würdet in meinem Video, damit sich das verbreiten lässt. Außerdem könnt ihr das auch bei Facebook machen, also das wäre auch kein Ding, überhaupt nicht. Außerdem, schaut einfach bei meinen Videobeschreibungen zu der Playlist zu Diablo 3 oder schaut einfach bei meinen anderen Projekten. Ich habe auch noch andere Links noch mit drin reingefügt, da könnt ihr auch noch reinschauen. Und ja, das war's erstmal. Außerdem könnt ihr mich auch noch abonnieren. Auch noch eine Sache, ganz wichtig, um keine Videos zu verpassen oder Bulletins, wenn ich Nachrichten oder so irgendwie Mitteilungen an YouTube schicke oder so. Okay. Ihr könnt auch gerne eine Freundesanfrage auf mein Facebook-Profil geben und oder mich abonnieren. Also das könnt ihr machen, entweder eine Freundesanfrage oder abonnieren auf Facebook. Gut, das war's. Wir hören uns demnächst wieder bei einem neuen Part. Ansonsten schaut einfach mal bei meinen anderen Videos. Ich würde mich freuen. Also bis demnächst wieder, euer GTobi und ciao.